Der Art und Weise, wie die Menschen, die nicht mehr auf die Götter, auf das Fatum, das Schicksal, auf ableitbare Ohnmachtsgäste, das Rumoren, das Wüten gegen die Götter, ja, als was die großen Tragödien ausgemacht hat, jetzt innergesellschaftlich ausformulieren müssen, und zwar eigentlich gegen sich selbst. Das heißt, durch das eigene Tun. Ja. Man muss auch für intelligente Besucher sind. Ich glaube wirklich, wir warten bis jetzt 400.000 sehr, sehr großartige, intelligente Besucher hier. 400.000 Ich komme gerade vom Fremdenzirano. Welches wäre das Herzstück, die Seele der Ausstellung beherbergt? Es gibt heute so etwas wie einen Hunger nach Kunst. In dieser Dokumente reflektiert, denke ich, warum dieser Hunger nach Kunst? Wo kommt er her? Viele der Schönen und Reichen, der Großbankiers und der Konzernmogule dieser Welt kommen in Salzburg zusammen. Sie sind die Verursacher und die Herren dieser kannibalischen Weltordnung. Was ist mein Traum? People from different positions can find something in common. So it accepts absolutely differences. But it says amongst differences we can find common themes and ideas. And this is what I was saying, that I don't believe in a singular view of architecture. I believe in a multiple view of architecture. Everybody I invited to the Biennale is an important architect. Wir haben Müll zusammen mit dem Müllabfuhr Kassel angefahren und damit das Fundament aufgebaut. Darauf kam dann Erde und darauf dann die Pflanzen. Und dieser Garten, er hat absolut keine Funktion. Er ist also eng angelehnt und mein Konzept ist No Concept für die Dokumente. Und wenn man um das Kunstwerk herumläuft und es selbst erlebt, hat es einen enormen Effekt für den Körper und die Sinne. Apokalypse heißt, mit dem Schluss zu beginnen, damit ich anfangen kann. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, aber das andere, die andere Sache, Pathos, ja, ist das Pathos der Utopie. Es ist nur nicht so, wie heute die Umkehrung auch notwendig war, im Hinblick auf das große Potenzial der Ideen, und es wird nur nicht verwirklicht, das ist alles Quatsch, sondern die Fähigkeit zu sehen, dass Utopie nicht die bloß virtuelle Formulierung dessen ist, worauf alles hinauslaufen soll, sondern ganz im Gegenteil, also nicht konkrete, sondern ganz im Gegenteil, eine Ressource zur Kritik, nicht mehr am Falschen, die Kritik am Falschen versteht sie von selbst, jedes Kind kann das Falsche kritisieren, nicht mehr an der Ideologie, jeder Mensch kann Ideologien kritisieren, ja? Sondern die Kritik an der Wahrheit. Mit anderen Worten, ergibt sich aus dem utopischen Denken, dem Pathos der utopischen Denken, das Pathos der Kritik der Wahrheit. Und das ist eigentlich jetzt für mich die Orientierung auf dein Zentralthema. Ja, was kann ich eigentlich noch wirklich mit großem Anspruch vorbringen? Nämlich, ich anerkenne die Wahrheit. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Leugnen sie nicht, indem ich irgendwelche kindlichen Fantasien ausweiche. Und die Wahrheit ist die Wahrheit. Survival of the fittest. Der Sieger nimmt es alle. Wir gestern gerade in Amerika. Ja? Was, die Bevölkerung wählt 49 zu 50 oder was, irgendein Prozent unbestimmt. Und der Sieger hat einen dritten Vorsprung am Stimmen. Das ist doch alles völliger Quark. In anderen Worten, die Grundorientierung ist, wir weichen nicht mehr in Ideologien aus, wir weichen nicht in die Märchen aus, wir weichen nicht in die Fantasie aus, wir weichen nicht in die ins Belieben der Privatheit, in das Schrebergarten der DDR, wie ist das?